So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Modern Horizons 2 Set Booster Deutsch. Muss man hier dabei sagen, weil damals ist es so, dass Modern Horizons 2 eben nicht Modern Horizonte 2 heißt, sondern Modern Horizons 2, was mich ein bisschen verwirrt hat, weil theoretisch gibt es kein Modern Horizonte 2 und kein deutsches Modern Horizon 1. So, wir haben, ich glaube, das ist Damn, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Sehr cooles Artwork, was steht drauf? Verdammtes, Damn, genau. Das ist ein Wald, den kenne ich auch irgendwo hier. Ah, stimmt, hier, das waren Reprints. Das von Rob Alexander, das ist ein Reprint. Okay, ich stelle euch. Mineneinschütz, was bist du denn? 4 Mana. Okay, falls es dein Zug ist, kannst du ein Gebirge opfern, statt die Mana-Kosten dieses Zauberschutz zu bezahlen. Das ist stark. Und fügt einer Kreatur deinem Plan sogar 5 Schaden zu, Alter. 5! Gezackter Stachel, oh mein Gott. Oh mein Gott. 2 Mana Artefakt-Ausrüstung. Wenn der gezackte Stachel ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1 farblosen Artefakt-Kreaturenspielstein namens Topter mit Flugfähigkeit und rüste ihn dann aus. Mit kriegt plus 1 plus 0. Das ist also ein Stachel für einen Topter. Nächste Karte. Lichtbogen-Welpe. 4 Mana 0-0 fliegend. Kriegt plus 1 plus 0 für ein rotes. Und Bausteine 2. Es gab mal so einen Welpen, der war genauso. Und der ist jetzt aus Lichtbogen. Sehr, sehr cool mit Bausteine. Lichtbogen, Skitari. Eins Marken auf eine Kreatur legen. Sehr cool. Konstabelirien des Reichen. Deutsch und ich sind keine Freunde. 5 Mana 3-3 mit Ruhm 2. Das heißt, wenn ihm Gegner Kampfschaden zufügt, könnt ihr plus 1 zu 1 Marken drauflegen. Immer wenn ein oder mehr plus 1 zu 1 Marken draufgelegt werden, könnt ihr eine andere bleibende Karte, die kein Land ist, in Exil schicken, solange wie der das Spiel halt hat. Im Spiel bleibt. Mäßigung, 3 Mana Verzauberung, du kannst nur einen Zauberspruch pro Zug spielen und immer wenn du einen Zauberspruch spielst, ziehst du eine Karte für ein blaues, ein farbloses und ein weißes. Gar nicht mal so kacke. Dann haben wir, Einzelle. Hier unten, stimmt. Hier gab es Reprints drin, die unten so ein, seht ihr das? Judgment. 3 Mana Verzauberung, zu Beginn des Versorgungssegments übergeht euer Zielsegment, so ist es richtig. Zu Beginn des Versorgungs müsst ihr eine Handkarte abwerfen. Ihr übergeht euer Zielsegment, ihr habt Shroud und ihr könnt keinen Schaden mehr zugefügt bekommen. Sehr, sehr mächtig im Enchantress, sowohl im Legacy als auch im Modern. Richtig mächtig, geile Karte. Richtig coole Karte. Dann haben wir ein plötzliches Edikt. Ein schwarzes, ein farbloses Sekundenbruchteil. Ein Spieler normal opfert eine Kreatur. Nice, da kann man nicht drauf reagieren. Und das ist dieses... Ist das dieser Special Frame? Ich dachte, hier wäre ein Old Border drin. Ich weiß es schon nicht mehr. Aber das ist anscheinend auch ein Special Frame. Ah, stimmt, hier gab es so viele Special Frames. Ich erinnere mich, das ist, glaube ich, Sketched Art, nennt sich das. Und unsere Foil ist der Stahlflossenwal. 6 Mana, 3-4 Affinität zu Artefakten. Also jedes Artefakt kostet 1 Mana weniger. Und immer wenn der unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, enttappe den, wenn ein Artefakt unter eurer Kontrolle wird, enttappt. Okay. Und ein 5-3 Elementarwesen für Titania, glaube ich. Ja, das war Modern Horizons 2. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Nightblackseed. Ciao, ciao.